1000 Credits, die man bezahlt. Und das ist am Anfang noch eine ganz schöne Summe. Turbo aktiviert. Jetzt bauen wir den Turbo ein, dass wir schnell durchs Tor durchkommen. Erreiche System Profitbrunnen. So, da ist unser Sweet Home. Teladi Fledermaus erfasst. Turbo aktiviert. Die Fledermaus wollten wir auch nicht anpeilen. Die scannt uns jetzt? Ne, doch nicht. Das gibt es hier nämlich auch. Es gibt Polizeieinheiten, die können einen nach illegalen Waren scannen. Es gibt hier eine Droge, die nennt sich Raumkraut. Genau, Raumkraut war es. Und wenn die einen damit erwischen, dann warnen sie einen vor, dass man die Frachtgeflex abwerfen soll. Und sollte man das nicht tun, eröffnen die Kollegen das Feuer. Es gibt auch noch Raumsprit, eine Art Alkohol, der auch verboten ist. Ja, und das sehen die halt nicht so gerne. Allerdings kann man mit diesen Fabriken sehr viel Kohle machen. Hier ist das Sonnenkraftwerk. Positiv. Bitte docken Sie an, sobald Sie grüne Positionslichter sehen. Docken wir mal. Andockmanöver. Verbindung zum örtlichen Handel. 340 haben wir auf Lager. Und tada! Unsere Fabrik hat schon Geld erwirtschaftet. Die Credits, die diese Fabrik durch den So, jetzt tun wir die Kristalle aufs Lager packen. Ja, das ist es eigentlich im Grunde genommen schon. Das ist jetzt ein schöner Vertreib, um uns schön viele Credits zu holen. Die Credits holen wir mal direkt auf unser Schiff. So, und dann hätten wir 16.244 Credits. Geld überwiesen. So, die Fabrik produziert jetzt erstmal schön weiter. Wir könnten jetzt auch noch unser Laderaum erweitern wieder. Das mache ich auch mal eben. Das zeige ich euch noch eben schnell. Weil wir dann nämlich mehr Kristalle lagern können und dadurch dann eben die Fabrik länger am Laufen halten können. So, jetzt gucken wir mal. Wir haben 16.244 Credits. So. Gut, dann müssen wir einmal wieder auf die Handelsstation fliegen. Teladi Handelsstation erfasst. Jetzt machen wir ein kleines gefährliches Manöver. Wir fliegen jetzt einfach mal da durch und hoffen uns, dass uns die Speiche in der Mitte nicht erwischt. Sonst macht's kaboom und wir waren einmal Staub. Oder sind Staub. So, das dürfen wir gar nicht erst andecken, weil wir gar keine Schilder mehr haben, aber 1A gemeistert, würde ich sagen. Hier ist positiv. Bitte docken Sie an, sobald Sie grüne Positionslichter sehen. So, grüne Positionslichter. So, ihr müsst das Schiff nicht mitdrehen, wenn ihr da reinfliegt. Ihr könnt auch einfach so reinfliegen. Aber ich finde, es sieht cool aus, wenn man das Schiff mitdreht.
Das hat was von Professionalität. Im Namen des Vorsitzenden Geo, das Teladi-Unternehmen ist über die Gelegenheit. Ja, die schleimen sich schon voll bei mir ein. Man kann nämlich auch bei den einzelnen Völkern, ja, wie gesagt, sich einschleimen. Bei den Teladi, die ja profitorientiert sind, und wenn man mit denen viel handelt, dann sind sie ein freundlich gesinnt. So, wo haben wir es denn? Laderaumerweiterung. So, die nächste kostet 4.100. Das machen wir einmal. Laderaumerweiterung installiert. Ich mache noch eine. Laderaumerweiterung. Unzureichende Geldmittel. So, das war's. Jetzt haben wir keine Kohle mehr. So, docken wir wieder ab. Gucken, was wir für einen aktuellen Laderaum haben. Jetzt können wir über das Schiff gucken. Nein, können wir nicht gucken. Das geht aber auch. Moment. Wir können einfach jetzt an der Station andocken. Das mache ich jetzt eh. Weil ich dann noch die Aufnahme gleich beenden will. Sonnenkraftwerk. Beta. Erfasst. Weil das jetzt schon wieder bald drei Parts geworden sind. Hier ist das Sonnenpositiv. Bitte docken Sie an, sobald Sie grüne Positionslichter sehen. Denn bei einer Energiezelle kann man das immer sehr gut sehen, denn eine Energiezelle nimmt genau eine Frachtraumeinheit weg. Und da kann man das sehr gut sehen, wie viel Frachtraum man insgesamt hat. Andockmanöver erfolgreich. Im Namen des Vorsitzenden Keo, das Teladi-Unternehmen ist über die Gelegenheit. Ja, sehr schön. Das freut uns doch. Verbindung so. Zum örtlichen Handelsnetzwerk hergestellt. Das ist schon günstig. So. So, wir haben 93, das sind gesamt 95 Einheiten Speicher, blöder Computer, 95 Einheiten Laderaum, die wir jetzt haben. Zwei Einheiten werden noch durch eine andere Ware gerade weggenommen, die ich geladen habe, zwar zwei Sonnenblumen. Ja, und das war's jetzt auch erstmal für heute. Wir sehen uns wieder, wenn wir unser Schiff noch weiter ausgerüstet haben mit Lasern, Schilden und endlich die Credits zurückzahlen können, um endlich zu erfahren, was hier eigentlich Sache ist und wo wir weitere Informationen herbekommen, wie wir wieder zurück nach Hause zur Erde kommen können. Bis dahin sage ich jetzt einfach mal auf Wiedersehen.